Immer wieder werde ich gefragt, was denn eigentlich die Vor- und Nachteile von E-Scootern sind. Ein sehr brennendes Thema. Und heute werden wir diese Frage gemeinsam mit Clemens Schlieger vom AIT, Austrian Institute of Technology, klären und für euch aufarbeiten. Das AIT ist im Auftrag der Republik Österreich tätig. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von einem Kanal rund um das Thema Mobilität. Vielen Dank fürs Einschalten. Neben mir heute, wie schon beim Intro gesagt, Clemens Schwieger vom AIT, vom Austrian Institute of Technology, wo wir uns auch gerade befinden, in Wien, in Österreich. Vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich hierher kommen durfte. Und dass wir ein paar spannende Fragen heute mal um das Thema E-Scooter klären werden, in weiterer Folge auch noch andere Themen, die mit Mobilität zu tun haben. Und ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch in meinem Video. Wo siehst du die Vor- und Nachteile von E-Scootern? Ja, hallo, vielen Dank für dein Kommen. Vor- und Nachteile sind recht umfassend. Auf der einen Seite hat man natürlich damit eine recht leichte Mobilitätsform, sprich jeder kann sich auf so einen E-Scooter draufstellen und damit herumfahren. Es ist ja de facto ein Tretroller, wie es in E und Je gibt. Nur jetzt durch einen elektrischen Motor unterstützt. Dementsprechend ist natürlich ein riesiger Vorteil, dass man keine körperliche Anstrengung braucht. Das natürlich zugleich auch ein Nachteil ist, weil sportliche Ertüchtigung ja durchaus auch hilfreich und Vorzüge hat. Aber zum anderen kann man natürlich längere Wegelängen in der gleichen Zeit zurücklegen. Und das bringt uns dazu, dass man sagt, man könnte ihn, oder da wird er eigentlich auch gerne eingesetzt, als Zubringer zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Sprich, wenn ich einen etwas längeren Weg habe, um zu einer Schnellbahnstation oder zu einer U-Bahn-Station zu gelangen, am Stadtrand, im ländlichen Bereich, so kann dort der E-Scooter unterstützend wirken und eine angenehmere Form der Mobilität darstellen und somit vielleicht den ein oder anderen motivieren, dass er vom Auto oder vom motorisierten Individualverkehr umsteigt auf diese E-Scooter. Okay, sehr spannender Zugang schon mal, vor allem auch dieses weitere Strecke fahren und dieses Thema E-Scooter, ich merke es ja auch im YouTube-Kanal, polarisiert und ist auch vollkommen okay, da bin ich auch schon sehr gespannt auf den Austausch und ich habe schon im Intro versucht zu sagen, das finde ich eben so spannend jetzt, dass ich hier sein darf heute, ja, weil das AIT ja eben praktisch im Endeffekt im Auftrag der Republik tätig ist, auch mit der TU Wien, sehr viel habe ich gesehen, zusammenarbeitet das Institut und wir haben hier, glaube ich, den großen Vorteil, dieses Thema mal sehr neutral zu sehen, weil das AIT hat weder ein Interesse, sage ich jetzt mal, die Dinger zu verkaufen oder sowas. Das heißt, wir haben hier also wirklich eine sehr, sehr neutrale Möglichkeit, uns dem Ganzen zu widmen. Und du hast ihm gesagt, ja, weitere Strecken sind damit zurückzulegen. Das habe ich ja auch, bevor meine übrigens sich selbst zerstört hat, mein E-Scooter. Also meine ist mittlerweile tot. Oh yeah. Bin dann schon sehr gespannt, wenn wir dann in einem weiteren Video einen Test machen, nach dem wissenschaftlichen Ergebnis, welcher E-Scooter der beste ist. Aber man kann eben, wenn er nicht gerade unterwegs eingeht, ja, weitere Strecken zurücklegen. Und das heißt, da siehst du sozusagen, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, da möchte ich nochmal nachbinden, auch so Vorteile für zum Beispiel, wir sind jetzt hier gerade in Wien, für die Stadt Wien, aber allgemein für den urbanen Bereich, dass man vielleicht die Autos ein bisschen rauskriegt, sollte man das auch bedenken? Ist diese Option da? Durchaus. Also zum einen, wie du schon richtig gesagt hast, wir schauen uns das Ganze in einer gesamten Mobilitätssicht an. Also sprich, wie können sich diese elektrischen Kleinstfahrzeuge, in dem Fall jetzt die E-Scooter, gut und sicher in ein gesamtes Mobilitätssystem integrieren. Also sie sind ja jetzt durchaus neuartige Verkehrsteilnehmer, die jetzt neu gerade im Stadtbild dazugekommen sind. Dementsprechend müssen sich erst einmal alle Verkehrsteilnehmer daran gewöhnen. Ja. Es muss erstmal die rechtliche Sicherheit geschaffen werden, also dass die Menschen auch wissen, wo sie wirklich damit fahren dürfen, aber auch von der anderen Seite, damit Verkehrsteilnehmer wissen, wo sie mit diesen E-Scooter-Fahrern rechnen müssen oder zu rechnen haben, wo ja derzeit die neueste STVO-Novellierung herausgekommen ist, die besagt, dass man meistens oder eigentlich gar nicht am Gehsteig fahren darf. Es kann Ausnahmeregelungen einzelner Gemeinden geben, die sind aber derzeit zu vernachlässigen und die gibt es noch nicht. Also grundsätzlich ist es zu behandeln von den Verkehrsflächen, die ich benutzen darf, wie ein Fahrrad. Sprich, ich fahre auf der Radinfrastruktur oder auf der Straße. Je nachdem, wenn ein Radweg da ist, dann ist der Radweg zu benutzen.
Zum anderen kann man sagen, dass sich die E-Scooter gerade im Stadtbild jetzt, auch nicht zuletzt durch die ganzen Leihanbieter, die gekommen sind, stark verbreitet haben. Das birgt natürlich Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Wo ich aber denke, dass viel Öffentlichkeitsarbeit, was ja mit diesem YouTube-Video hier auch gemacht wird, durchaus hilfreich ist, damit man den Menschen einfach mal ein bisschen eine Sicherheit auch geben kann und Informationen mitgeben kann. Es wären Durchschnitt, also wir haben ja gerade ein Forschungsprojekt laufen mit Forschungspartnern und Kuratorium für Verkehrssicherheit und auch mit Harry, wo wir uns anschauen, wie Personen umsteigen und welche Wege sie eigentlich mit diesem Scooter zurücklegen. Dazu haben wir natürlich auch Probandentests gemacht, die im Alltagsverkehr diese Scooter getestet haben. Daraus hat sich gezeigt, dass unterschiedliche Wege von solchen E-Scootern eigentlich bewältigt werden. Auf der einen Seite haben wir den ÖV dann komplett liegen lässt und lieber gleich den Weg mit dem E-Scooter fährt. Und zum anderen haben wir Scooterfahrer, die das durchaus als Zubringer zum ÖV nutzen und dann den längeren, also klassischen im Wiener Umland wohnt, zu einer Schnellbahnstation fährt, mit der Schnellbahn dann einmal durch die Stadt und auf der anderen Seite wieder mit dem E-Scooter weiterfährt. Also da, das ist einmal so einer der Zugänge. Der andere ist, dass Menschen sagen, das waren allerdings weniger, sie lassen den motorisierten Individualverkehr gut sein, also sie lassen ihr Auto zu Hause stehen und fahren gleich die gesamte Strecke mit dem Scooter. Sehr, sehr interessante Ergebnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank. Ich kann nur sagen, jetzt von mir selbst, also überhaupt nicht jetzt wissenschaftlich, weil es ist eine Person und nicht sozusagen wie bei euch, dass man wirklich eine Untersuchung macht. Ich persönlich habe bei mir einfach beobachtet, dass ich in dem Moment, wo ich den E-Scooter hatte und er auch teilweise mal funktioniert hat, weil die meiste Zeit war er leider kaputt, als er funktioniert in dem Zeitraum, habe ich eigentlich mein Auto praktisch fast durchgehend stehen lassen. Das ist echt die Wahrheit. Also wenn das Wetter halbwegs gepasst hat, ich bin dann eigentlich alles im urbanen Bereich mit dem E-Scooter gefahren und war teilweise glücklicher und hatte mehr Spaß, also natürlich auch die Frage, ob man gerne E-Scooter fährt, als mit dem Auto. Ja, obwohl der E-Scooter vielleicht, was meiner gekostet hat, um die 800 Euro, sage ich mir jetzt, gekostet hat, und das Auto kostet halt um die 80.000 Euro. Ja, und trotzdem hat mir das Ding teilweise mehr Spaß gemacht. Das fand ich einfach eine lustige Beobachtung für mich selbst. Und wie wenig ich dann in dem Zeitraum das Auto verwendet habe. Also bin praktisch alles mit dem Ding gefahren und eben die ganze Strecke. Das heißt aber auch den öffentlichen Verkehr gemieden, aber der Zugang ist da sicherlich unterschiedlich. In meinem Fall war es ja ein eigener, aber vielleicht gehen wir noch auf das Thema ein, weil da sehe ich vielleicht auch Vor- und Nachteile und das AID. Ich glaube, macht ihr das auch sozusagen für die Republik, für die Gesetzgebung, diese Forschungen? Stimmt das? Also das heißt jetzt genau, also was du jetzt angesprochen hast, ist natürlich der optimale Fall, dass Personen ihr Auto da zu Hause stehen lassen und stattdessen dann auf den E-Scooter umsteigen. Das wäre das wünschenswerteste Szenario. Genau, aber ich meine, es gibt da natürlich auch noch Sachen, die zu lösen sind. Also auf der einen Seite hat man natürlich die Abstellthematik, sprich wenn man mit dem E-Scooter wohin fährt, wo stellt man ihn ab? Man kann ihn nicht überall mit hineinnehmen. Insofern müsste es vielleicht auch Abstellinfrastruktur speziell für E-Scooter geben. Sowas gibt es oft oder manchmal schon vor Schulen, die speziell für Roller, jetzt egal ob mit elektrischer Unterstützung oder ohne, also die für Tretroller geeignet sind, nachdem man ja die Stange hat und das jetzt einem Fahrrad nicht allzu ähnlich ist, tut man sich relativ schwer, das auch mit Radstellplätzen abzustellen, zumal die eh auch schon häufig ausgelastet sind vom Radverkehr. Das bringt uns zu einer zweiten Thematik, nämlich der Infrastruktur selber. Radinfrastruktur ist in Wien ausgesprochen gut ausgebaut. Allerdings kommt man an manchen Stellen schon zu Belastungsgrenzen. Was ja eigentlich ein schönes Zeichen ist, muss man auch sagen. Ja. Was prinzipiell super ist, aber wenn da jetzt noch die Gruppe der E-Scooter-Fahrer dazukommt, dann wächst der Druck auf diese Infrastruktur, auf diesen Teil der Infrastruktur natürlich noch weiter. Sprich, insofern muss man sich hier auch noch Lösungen überlegen. Das heißt, da wird das AID auch entsprechend schon wahrscheinlich ein bisschen sich das genauer ansehen und dann wieder Empfehlungen an die Gesetzgebung geben, nehme ich an. Genau, unser Ziel ist es, Maßnahmen zu evaluieren und herauszufinden und zu schauen, welche die sinnvollsten sind, um ein sicheres Miteinander mit der neuen Fahrzeugkategorie des elektrisch unterstützten Tretrollers zu ermöglichen. Und hier wollen wir genauso auch im rechtlichen Bereich einer Straßenverkehrsordnung wie auch zu Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, also wie müssen solche Anlagen gebaut werden, damit sie
nicht nur radfahrfreundlich sind, sondern eben auch E-Scooter-freundlich sind. Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall und da freue ich mich auch schon auf weiteren Austausch in dem Zusammenhang. Es wird noch eine spannende Zukunft. Vielleicht möchte ich an der Stelle auch an zwei Videos oder drei Videos erinnern, die schon auf diesem Kanal verfügbar sind. Wir haben uns ja zufällig, wobei ganz zufällig war es nicht, wir wurden beide vom Ministerium eingeladen, beim E-Scooter-Pressetag getroffen. Und da, glaube ich, war es mal ganz interessant zu sagen, die neue Regelung wurde da ja vorgestellt, habe ich ein eigenes Video dazu gedreht, verlinke ich euch hier bzw. auch unten in der Beschreibung abzurufen. Da sieht man auch so einen Überblick sozusagen, wo auch der Brigadier Dackertz ja dann auf einiges eingegangen ist. Habe auch dann bewusst eine kritische Frage noch gestellt, wie das denn jetzt ist mit dieser Begrenzung. Mhm. Das wäre ein Video, auf das ich vielleicht aufmerksam möchte in dem Zusammenhang, damit man das gleich sozusagen als Fortsetzung hier ansehen kann. Als weiteres Video empfehle ich ein Video, das ich gemacht habe, das genau auf die Thematik, die du jetzt angesprochen hast, auch eingeht, mit dem Abstellen. Da habe ich ein Video gedreht mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband, die da einfach aufmerksam machen wollen, auch im Sinne des friedlichen Miteinanders, dass eben das gerade für Sehbehinderte, für Blinde oft mit dem Abstellen ein ganz wichtiges Thema ist, weil wenn die Leute die E-Scooter zum Beispiel abstellen, wo die Ampelanlagen sind, das ist ein hohes Unfallrisiko für Blinde. Da habe ich ein eigenes Video gemacht, wo eben auch allgemein aber dann Tipps gegeben werden, wie man am besten einen E-Scooter rücksichtsvoll abstellt, weil ich glaube, oft ist es gar nicht das, dass man, das wird immer wieder unterstellt, aber ich glaube, dass die Leute, auch die Nutzer und Nutzerinnen eigentlich eh gerne freundlich sein wollen und sozusagen miteinander wollen, nur wenn man nicht weiß, wohin mit dem Ding, dann stellt man es halt mal irgendwo hin, weil man es nicht besser weiß. Und dieses Video sollte es auch da auch jetzt ein bisschen helfen. Und dann noch ein weiteres spannendes Video im Interview direkt mit Brigadier Tackertz auch, wo wir genau nochmal diskutieren, diese technische Regelung. Weil du hast ja selbst gerade gesagt, manche gehen ja schneller, man kann die Dinger dann begrenzen. In einem zweiten Video werden wir die ja ganz genau wissenschaftlich auch jetzt untersuchen, was denn der beste E-Scooter ist. Aber da eben auch die rechtliche Seite nochmal direkt mit der Polizei geklärt. Auch das Video werde ich in dem Zusammenhang darunter verlinken. Und ich glaube, da haben wir schon jetzt einiges sozusagen besprochen und ich finde es auch toll, dass das AIT, und das freut mich deshalb auch so, dass wir gemeinsam das Video machen können, sozusagen nicht polarisiert oder auch nicht sagt, jetzt total dagegen oder total dafür, weil das sind immer diese Fronten, sondern sagt einfach, wir schauen uns das wissenschaftlich an, einfach nur verbieten in der Gesellschaft, was manche am liebsten hätten, das weiß ich auch und ist auch nachvollziehbar, ist nicht die Lösung. Einfach freigeben, was die anderen wieder gerne hätten, ist vielleicht auch nicht die Lösung, sondern was ist der optimale Weg, wie man sagen, den gesamten Einwohnern, den gesamten Nutzern am besten entgegenkommt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und da kommen wir jetzt vielleicht noch zu einer abschließenden Frage, so ein bisschen ein Blick auch in die Zukunft. Wie siehst du die Zukunft von diesen elektrischen Kleinfahrzeugen, hast du auch gesagt, von den E-Scootern? Also ich glaube, die große Frage ist, wie man sie implementiert in ein komplettes Verkehrssystem. Da geht ja Österreich und Deutschland zum Beispiel zwei komplett unterschiedliche Wege. In Deutschland müssen sie zugelassen werden und bekommen ein Kennzeichen. Dadurch wird ein bisschen diese Leichtfüßigkeit des Scooterfahrens oder des elektrisch unterstützten Tretrollerfahrens eingeschränkt. In Österreich geht man da einen etwas offeneren Zugang. Also ich denke, dass da einerseits die rechtlichen Voraussetzungen spielentscheidend sind oder mitentscheidend sind, wie die Zukunft davon aussieht. Prinzipiell glaube ich, dass so wie der Tretroller, ähnlich wie das Fahrrad schon seit eh und je unser Stadtbild oder unser Mobilitätsbild geprägt hat, dass jetzt das Gleiche weiterführend ist mit elektrischer Unterstützung. Und es ist an und für sich kein Ende der E-Scooter-Mobilität in Sicht. Insofern glaube ich, dass es zukünftig ein Bestandteil, ein bleibender Bestandteil unserer Mobilität sein wird. Ja, sehr spannend. Dieser Ausblick sagt mir, ich möchte persönlich, ganz ehrlich, wieder einen E-Scooter besitzen. Nur jetzt will ich wissen, ganz ehrlich, einen neutralen Test, welchen E-Scooter kann ich mir eigentlich kaufen? Welche Vorteile, welche Nachteile hat welcher E-Scooter? Welcher ist eigentlich der beste? Und dann würde ich sagen, quatschen wir gar nicht mehr lange über die Vor- und Nachteile von E-Scootern allgemein herum, sondern gehen jetzt in den Garten des AIT, wo wir schon einige E-Scooter aufgestellt haben und schauen uns an, welche Modelle dazu am Markt sind und aus rein wissenschaftlicher Sicht, sozusagen im Auftrag der Republik untersucht, dann eigentlich ein für mich vielleicht interessantes Modell wäre, welcher gut ist, welcher schlecht ist, was die Vor- und Nachteile sind. Sehr gerne. Super, perfekt. Also vielen, vielen Dank.
Und ja, wir sehen uns hoffentlich auch wieder im nächsten Video rund um das Thema E-Scooter, aber auch allgemein auf meinem Kanal selbstverständlich jede Menge Videos rund um das Thema Mobilität, Führerschein und Zukunft. Alles Gute, danke fürs Zusehen und ich freue mich auf Austausch unten in den Kommentaren.